Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Es ist mal wieder Rumble-Zeit! Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, und wir schauen jetzt mal direkt hier rein, gegen wen wir hier kämpfen. Derzeit gegen Calamitous Intent. Haben die Führung aktuell? Ich müsste eigentlich noch mal zwischendrin kurz ein, wenigstens ein Ding auf. Da müssen wir mal gucken, ganz kurz. Also, Running Back Hank, Sexualkunde Peter, 46, 47, egal was ich jetzt hier nehme. Nein, es ist nicht ganz egal. Es ist auf keinen Fall egal. Ich nehme jetzt hier den Sexualkunde Peter und hier werde ich als nächstes den Cigarette Addicts spielen. Und das Ding ist einfach nur der Oberknaller. Gegen Barb. So. Nächstes Match. Eine Stunde noch zu spielen. Ich glaube, da wird sich nicht mehr viel ändern. Hello Freight 99. Auf geht's. Ja, der hat hier oben Stoß. Das heißt also, ich kann mit meinem Babybänder den jetzt noch nicht mal blocken. Hier wäre es ähnlich. Neuner Stoß. Cigarette Addicts will ich unbedingt haben. Das heißt, ich liebe Bier spielen. Und ja gut, die Karte wird jetzt früher oder später wegfliegen. Hier noch den Bob mit hinzu. Eigentlich ist es eher besser, wenn sie wegfliegt. Zwanzigfach Cripple, wenn er jetzt den crippelt, dann fliegt sie nicht weg. Ja, ich werde es ja trotzdem gewonnen haben. Ich werde es trotzdem gewonnen haben, es ist egal. So, 86 Punkte geholt. Ich kann es leider nicht mehr ändern. So, weiter geht's ins nächste Match. Martin. Hier haben wir die Pawtucket Patriot Ale, Mind Jalap, Oktoberbräu. Wie ihr seht, mein Deck besteht nach wie vor fast nur aus Drunk-Karten. Aus vielen, vielen Drunk-Karten. Komm, das machen wir jetzt mal so hier. Ja. Ist halt der Nachteil, in Anführungszeichen, als Free-to-Play-Spieler, dass du dir nicht, wenn jetzt ein neuer BGE rauskommt, da hätte ich frühzeitig anfangen müssen zu sparen dafür, dass ich gleich einen Haufen an Rich-Karten bekomme. War mir aber persönlich, erstens wusste ich es nicht so unendlich früh, also da musst du ja schon echt schon lange sparen dafür. Zweitens finde ich also Rich ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich sage, geil, da möchte ich jetzt mein Deck mit voll haben. Drunk kommt auch immer wieder mal. Ja, jetzt haben wir natürlich hier, okay, der Roger wird auf jeden Fall den Philip J. Fry schlagen. Chris Griffin wird die Attacke überleben. Roger ist auf jeden Fall schon wieder hochgeheilt. Mr. Deliver wird jetzt hier auch nochmal richtig schön Rabatz machen. Und dann ist das Ding gegen Dixter gewonnen. Das müsste sogar, ja, es hat für eine 100 gereicht. Super geil. Jetzt haben wir noch 6 Matches offen. Solide 8000 Punkte Vorsprung.
Yoemoma. Mr. Deliver ist immer eine gute Wahl, aber auch der Tequila Roger. Wir fangen jetzt einfach mal so an, dann schauen wir mal, mit was er kommt. Jetzt kommt er mit einer Powertacke Patriot Iliad 17. 17-fach Gas. Das ist schon gewaltig. Ich kann hier. Nicht so, ich habe leider hier nicht so viel Blutsauger, deswegen machen wir es da mit dem Mr. Deliver. Jetzt muss ich mal überlegen, Begrüßungsmojitos ist normalerweise besser mit Fieberträumen, also mit der Louise, aber ja, jetzt kommt er mir auch noch Soda an. Ist jetzt erstmal weg. Absinth wäre betrunken im Clan. Fieberträume, cripple ich wenigstens noch ein bisschen was runter. Fahrtschool Jimmy Junior heilt sich selbst wieder hoch. Also K-Pop Peter heilt sich selbst wieder hoch. 84 Punkte sind bei rausgekommen. Fünf Matches noch. Und nach einem sehr, sehr holprigen Start scheinen wir uns doch ein bisschen zu fangen hier. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, jetzt hier wieder Fieberträume. Es wären allerdings nur 29. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Eigentlich sehr gut ist Herumtorkeln und Fieberträume. Beides wird mit Begrüßungsmojitos gemacht. Das heißt, ich beginne mit Begrüßungsmojitos und dann schaue ich erstmal, was da rauskommt. Da diese Karte nicht firsted fähig ist, der kommt hier nicht durch meine Mauer. Zeichne mich oder Draw Me Tina hat nur 16 Angriffe. Ich habe eine 17er Mauer. Das heißt, die kann sich nicht selbst hochheilen. Kann ich hier die Louise setzen und habe dann die Scheinprozess Louise direkt nebendran. Skimaske und Guy Fleekman ist bezwungen. Ja, Mann. Noch vier Matches offen. Ah, 47 im First Hit mit der Biegeschule und Bob. 46 im First Hit mit Peter und Tom Landry Middle School. Ich, beides Schule-Kombos. Nach wie vor, wie man sehen kann, halt einfach nur mega OP. Ich werde jetzt, machen wir hier noch den Peter neben dran. Dann haben wir hier den Wikinger Peter. Und das ist eine glatte 100 geworden. Educated ist halt wirklich einfach krass. Selbst wenn wir in einem Rich und Drunk BGE übel. So, Big Peaches 03. Könnte ich im First Hit schaffen. Hier hätte ich 22. Beim ersten würde pushen, dann wäre ich bei 30. Immerhin, wenn ich mit der Skimaske mal anfange. Und das reicht natürlich nicht ganz, aber. Hier hätten wir genau 29. Dann wäre der Art Student schon mal weg. Dann haben wir auch den Punch auch noch von der Seite. Ja. Powertacke Patriot Ale gleich noch hinterher. Hier noch zum Heilen. Bänderbräu. Und dann sind wir mit einer glatten 100 aus dieser ganzen Geschichte rausgekommen. Nächstes Match. Noch zwei Stück sind offen. Claudia! José Servo 36, Bierfunnel, Begrüßungsmojitos 29, Burobu-Addict 40. So. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal hiermit an mit der Louise.
Ja, das ist natürlich perfekt. Sechs und, ja gut, der Moment, der hat ein Schild. Der hat ein Schild. Und das gefällt mir nicht. Deswegen spiele ich jetzt als erstes die Scheinprozess, Luis. Jetzt noch Begrüßungsmojitos mit hinterher, mit dem Bänder José Servo. Der heilt sich wenigstens selbst und wieder hoch. Jetzt machen wir noch hier die Fahrtschool Jimmy Junior. Leon Pedder hat noch nebendran. Jetzt sollten wir wirklich irgendwo bei der glatten 100 landen können. Und das ist uns auch gegen Claudia gelungen. 100. So, nächstes Match. Ein allerletztes Match jetzt hier noch gegen Calamitous Intent. C-Lallon 37206 47 Angriff. Hätten wir hier mit der Biegeschule, egal was ich nehme, es ist auf jeden Fall gut. Ich fange jetzt mit dem Bob erstmal an. Wir haben hier keinen Schildeffekt oder sowas. Wir haben natürlich hier oben Bleach. Aber das ist jetzt auch uninteressant. Das heißt, ich werde den ganz normal First hitten können. Jetzt gibt's nur noch die, ist nur die Frage, ob ich das mit Bürgerkriege mache oder mit Home Ec Teacher. Ich mache es mit Home Ec Teacher. Der macht dann letzten Endes doch mehr Schaden unterm Strich. Jetzt kommt noch Mind Jalap mit den Fieberträumen mit hinzu. Dann sind wir schon in einem so hohen Bereich, dass hier gar nichts mehr schief gehen kann. Ja gut, diese blöde Revanche da, ne? Was willst du machen? Aber trotzdem, 100 haben wir auch hier wieder geschafft. Und dann haben wir hier 27.725, eine Stunde vor Ende des Matches. Gucken wir mal bei denen rein. Hier haben 28 gekämpft. Bei uns Andrelo mit 995. Sweezy, neuer 9er. Jads, Badass, neuer 3er. Schmuggler, 579. CT, Heisen, 975. Gabriel, die neue 63. Outlaw, Deke, 975. Tristan. 954 X-Strike 950, Woban 948, Knux der 946, Dreifuchs 941, James 935, Tim Friedi 935, Mobi 911, Simal 883, Ruffy Traffy 866, Badass Charlene, dann komme ich, ja gut, ich müsste da oben noch irgendwo ein bisschen weiter da oben landen. Keine Ahnung, ich war ja eine glatte 100 gewesen, weil ich bei 964 ein Platz über Gabriel D. Mark Foul, Dale, Lord Universe, Dewey, Quark Müller, Oli Z, Joseph, Finn the Human, Max, Rock Lee, Lethal, Blueface, It's Odd, Shashirin, Juliana, Plischloss, Georgios, Albertus. So. Damit haben wir aktuell 37 Aktive, eine Stunde noch zu spielen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal ein, wenn es wieder heißt Animations Rollout und mit mir immer gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.